Wir sind zurück in Starfield. In meinem vorangegangenen Video habe ich dir bereits gezeigt, wie du die speziellen Orte auf der Erde freischalten kannst, aber ich habe dir diese nicht gezeigt, um niemanden die Überraschung zu nehmen. Aber ich weiß natürlich, dass einige gern die Orte mal sehen würden, weshalb ich diesen Part nun in dieses Video ausgelagert habe. Ich werde dir jetzt einfach die Orte mit etwas musikalischer Untermalung zeigen. Im Anschluss gibt es dann noch einige Infos zu den Orten und die Erklärung, warum ich das Video so aufgebaut habe, wie du es hier gerade anschaust. Aber erstmal besuchen wir alle Orte und ich wünsche dir viel Spaß bei unserer Erdtour. Thank you.
Thank you.
Das waren nun alle Orte. Wie du gesehen hast, handelt es sich bei allen Orten außer bei einem um die höchsten Wolkenkratzer, die wir auf der Erde zu bieten haben. Der Ort, der davon abweicht, ist die NASA-Startrampe. Da ich die Gebäude nur von außen gezeigt habe, wird wohl auch ziemlich klar, dass es sich dabei nur um reine Kulissen handelt. Auch hier weicht die NASA-Startrampe von allen anderen ab, denn auf der kann man tatsächlich auch herumlaufen und darunter liegen auch die verschütteten NASA-Räume, die du im Zuge der Hauptquest Geheimnis der Erde besuchen wirst. Nebenbei, wenn du das tust, dann solltest du sehr aufmerksam sein, denn du findest dort eine weitere Landmarke für einen anderen Planeten. Geh da also besser nicht raus, bevor du die nicht gefunden hast, denn es soll möglich sein, die zu verpassen. Kommen wir zum Grund, warum ich das Ganze lieber mit Musik belegt habe, statt quasi eine Sightseeing-Tour daraus zu machen. Es sind immer Wolkenkratzer, die zwar alle unterschiedlich aussehen, aber im Prinzip alle gleich sind. Man benutzt zwangsläufig immer dieselben Adjektive, um diese Gebäude zu beschreiben, was spätestens beim dritten Gebäude komplett nervt. Zudem, es sind eben auch nur Kulissen und die sind durchaus auch eindrucksvoll, aber es fehlt eben doch die Möglichkeit, das Ganze etwas zu erkunden. Wenn man wenigstens die ersten Etage hätte erkunden können, um da vielleicht etwas Spezielles zu finden oder vielleicht mehr über die Lore zu erfahren, dann wäre ich schon sehr glücklich gewesen. Ich muss sagen, besonders bei den Pyramiden war ich enttäuscht, weil da wäre es doch super genial gewesen, wenn wir da irgendwie reingekonnt hätten. Somit kann ich nur feststellen, das Ganze ist von der Atmosphäre durchaus gut gemacht, aber es fehlt eben die gewisse Tiefe. Statt die Möglichkeit des Erkundens warten spezielle Schneekugeln auf uns. Das sind dann die Sammelobjekte, die bei jeder Location auf uns warten und thematisch immer zu dem Ort passen. Auch hier ist die NASA-Rampe wieder die Ausnahme. Dort gibt es zwar auch NASA-Schneekugeln, aber während die anderen Schneekugeln eindeutige Bezeichnungen tragen und auch per Questmarker angezeigt werden, ist das bei der NASA-Schneekugel nicht der Fall. Außerdem gibt es nicht nur eine, sondern du findest gleich mehrere davon. Es gibt auch nicht die XP pro Schneekugel, die du einsammelst, wie bei den Wolkenkratzern. Aber okay, dafür ist die NASA-Rampe begehbar und das wiegt natürlich alles auf. Am Ende sind das Orte, die durchaus begeistern können, wenn man dort das erste Mal hinkommt. Aber weil es eben nur eine Kulisse ist, wird man die Landmarken wohl alle abfliegen und dann nie wieder besuchen. Ich meine, warum sollte man auch? Trotzdem, ich denke, du solltest die Landmarken besuchen, denn es ist am Ende eine Atmosphäre schöne, aber eben auch recht oberflächliche Erfahrung. Zudem darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch einiges an XP gibt und ich denke, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, dass mit den Landmarken oder den gültigen Schneekugeln auch irgendein Erfolg verbunden sein dürfte. Also das würde auf jeden Fall Sinn machen. Wenn du also jetzt gerade darüber nachdenkst, dir die Locations selbst anzuschauen, dann würde ich dir das auf jeden Fall raten, weil es dann eben doch nochmal was ganz anderes ist, wenn man da selbst aufschlägt. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, mach's gut und bis zum nächsten Mal, vielleicht wieder auf der Erde.